Hallo Elektronikfreunde, heute regnet es und ich habe frei. Ja, und was macht man da? Na, man räumt auf. Und bei dieser Aufräumaktion kam mir hier ein altes Projekt wieder in die Hände, nämlich diese Uhr. Ich halte mal hier die Plexiglasscheibe davor. Man sieht hier ACS 77, wer es kennt, das ist eine alte Uhr, die es mal gab in den Mitte der 80er Jahren, schätze ich mal. Und was ich jetzt hier habe, ist eigentlich ein Nachbau, also ein 1 zu 1 Nachbau. Und zwar hatte ich auch das Original da mit allen Unterlagen, Stromlaufplan und so weiter. Und ich habe mir dann aber irgendwann mal die Mühe gemacht, das ist auch bestimmt schon 5, 6 Jahre her, diese Uhr komplett nachzubauen, also 1 zu 1 nachzubauen. Die Uhr basiert hier auf dem Z80, wie man hier sieht. Dort ist der Z80 zu sehen. Dann haben wir hier noch das EEPROM 2732, wo das Programm drauf ist. Hier der 2114 ist RAM und noch ein bisschen Logik. Hier auf der rechten Seite ist komplett, ich drehe das mal hier so um, der DCF-77-Empfänger drauf, also alles diskret aufgebaut. Und hier so ein Spannungsregler. So sieht diese Uhr aus. Ich habe die deshalb mal nachgebaut, weil das Original bei mir schon ziemlich ramponiert war, weil ich dort andere Displays eingesetzt habe. Und dann dachte ich, okay, ich baue die einfach mal 1 zu 1 nach. Also auch die Antenne zum Beispiel hier, die habe ich nachgebaut. Da gab es also auch Unterlagen dazu. Und so, dass ich die sozusagen hier wieder verwenden kann. Im Moment ist bedingt durch den Regen der Empfang sehr schlecht. Also es gibt eigentlich gar keinen Empfang, denn er würde irgendwann hier auf die Uhrzeit springen, wenn er was empfängt. Das macht er leider im Moment nicht. Ich habe hier von der Konstruktion her, habe ich hier auf der Rückseite Schaltregler eingebaut, und zwar einmal für 12 Volt, und dort hinten ist noch einer für 5 Volt eingebaut, und diese Spannungen werden hier über diese Stiftleiste, die hier zu sehen ist, hochgeführt hier zu diesen Pins, sodass damit dann die Versorgung gewährleistet ist, und die habe ich aber nun eine Hohlbuchse angebracht, sodass ich das einfach anschließen kann. Plexiglasscheibe habe ich jetzt nicht dafür, aber gut. Ja, das ist mal hier so ein altes Projekt, sage ich mal. Ich habe auf einer Webseite, habe ich komplett mal den Projektablauf geschildert. Das ist auch schon etwas älter. Für diejenigen, die das vielleicht interessiert, da kann man das Ding also nachbauen. Ich habe auch die Eagle-Files und so weiter dort hochgeladen und auch noch eine Beschreibung, welche Probleme es gab, weil also unter anderem der Original-Stromlaufplan war nicht der wirklich verwendet wurde sozusagen. Also es gab Unterschiede zwischen dem Original-PCB und dem Original-Stromlaufplan, da waren Fehler drin. Und ja, für diejenigen, die es interessiert, die können da gerne auf diese Seite gehen, sich das angucken. Ja, und für alle anderen, die können es natürlich auch gerne tun und auch ja, nachbauen. Ist ein bisschen aufwendig natürlich, auch vom Bestücken her, weil es alles diskret ist. Und ja, das war einfach mal so ein Zwischendurchvideo bei schlechtem Wetter. Und ich wünsche weiterhin viel Spaß und tschüss.